Herzlich willkommen zur 28. Ausgabe der Blitznews des Remscheider Fernsehen TDMW im Studio Michael Westkamp. Und die Nachrichten sind bis zum 20. Januar 2015. Nur ein kleines Sichtfenster kratzte ein 45-jähriger Remscheider am Montag, dem 19. Januar 2015, an der Windschutzscheibe seines vereisten Autos frei und fuhr los. An der Klausener Straße geriet der Mann dann mit seinem VW Golf zu weit nach rechts und fuhr gegen einen geparkten Audi. Dabei zog sich der 45-Jährige schwere Verletzungen zu, die einem stationären Krankenhausbesuch, mit Ärzte und Tante und kommt auch mal die Schwester mit einer Tablette, erforderlich machten. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Klausener Straße. Ein 42-Jähriger verlor in der Nacht zu Sonntag, dem 18. Januar 2015 gegen 2.15 Uhr an der Kreuzung Freiheitsstraße Schüttendelle die Kontrolle über sein Gespann. PKW und Motorradanhänger waren das. Während des Abbiegens in die Straße Schüttendelle kam der Remscheider nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Bordsteinkante und ein Straßenschild. Dabei löste sich der Anhänger und überschlug sich. Das Motorrad rutschte bis in die Königstraße. Als die Beamten an der Unfallstelle erschienen, versuchte der Verursacher mit seinem PKW zu fliehen. Die Polizisten konnten ihn jedoch nach wenigen Metern schon anhalten. Da der 42-Jährige offenbar Alkohol getrunken hatte, musste er auf der Wache eine Blutprobe und einen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.200 Euro. Und die Flasche Bier ist auch kaputt gegangen. Das sind dann nochmal 1,75 Euro. TDMW.